Die Köpfe hingen tief bei Stefan Reinhards und Bayer Leverkusen. Mit 0:5 hatte sich die Werkself gegen Manchester United abschlachten lassen. Die Chance auf die vorzeitige Qualifikation fürs Achtelfinale wurde deutlich verpasst. Ein Champions-League-Abend, der Spuren hinterließ. Ja, natürlich sind wir frustriert und enttäuscht. Ich meine, wir haben ja heute zu Hause 5:0 verloren. Das war auf jeden Fall ein Klassenunterschied. Ich meine, Manchester United ist eine Top-Mannschaft. Wir haben einfach viel zu viele Fehler gemacht und ja, ManU hat sie halt eiskalt bestraft. Spätestens nach dem Gegentreffer zum 0:2 mutierte das ungleiche Duell zur Lehrstunde für Leverkusen. Der Offensivpower des englischen Rekordmeisters, bei dem Wayne Rooney überragte, hatte der Bundesligist nichts entgegenzusetzen. Viel schlimmer noch, Bayer brach vollkommen auseinander, obwohl die Partie im Vorfeld zum Spiel der Spiele erklärt worden war. Mit dem 1:0 wird schon weniger. Mit 2:0 war eigentlich das Spiel komplett gelaufen und deswegen haben wir auch ganz klar verdient so gewonnen. Das fehlt uns noch ein bisschen, dass wir dann nach solchen Rückschlägen dann auch nicht die Nerven verlieren, trotzdem weiterspielen und dann daran glauben, dass wir das dann nochmal drehen können. Wir haben da nicht mehr dran geglaubt. Nach der Blamage gegen United steht Bayer vor dem letzten Spieltag in der Gruppe A mit dem Rücken zur Wand. In San Sebastian braucht Leverkusen mindestens ein Unentschieden und muss gleichzeitig sogar noch auf einen Sieg der Red Devils im anderen Gruppenspiel gegen Schachtja Donetsk hoffen. Wir werden nach Spanien fahren und mit Sicherheit, da bin ich fest von überzeugt, eine viel bessere Leistung bringen als heute. Nach der höchsten Heimniederlage in der Champions-League-Geschichte von Leverkusen wäre alles andere allerdings ein neuerlicher Tiefschlag und wohl gleichbedeutend mit dem Aus in der Königsklasse.